So könnte der neue Tanz zum offiziellen WM-Song We Are One aussehen. Zumindest, wenn es nach Markus Schöffel geht. Der hat sich den Tanz ausgedacht und er weiß ganz genau, was er da macht. Schließlich geht schon der Tanz zum Hit Nossa Nossa auf seine Kappe. Hauptaugenmerk bei einer Erstellung so einer Choreografie ist natürlich der gute Laune-Faktor, das ist ganz wichtig. Und die Idee, dass jeder sofort mitmachen kann. Man muss also kein Tänzer sein. Jeder Fußballfan, der stehen kann, der Spaß hat, kann sofort mitmachen. Da wird in die Luft gezeigt, die Hüften werden ordentlich geschüttelt und auch die Laola-Welle darf natürlich nicht fehlen. In nur 2 Tagen hat sich der Trendscout den Tanz ausgedacht. In Düsseldorf auf der Intaco, dem weltweit größten Tanzlehrerkongress. Und dort scheint er auch schon richtig gut anzukommen. Also auf jeden Fall. Ich finde, er hat hier schon mega gute Laune verbreitet. Also wir waren wirklich alle schon richtig begeistert. Ich glaube, der wird richtig rocken. Noch ist die Choreografie nicht der offizielle WM-Tanz. Aber Markus Schöffel hat schon große Pläne. Mein Traum wäre es, diesen Tanz zu einem Welttanz zu machen, zur Weltmeisterschaft natürlich. Dass quasi in Brasilien auch die Stadien brodeln und jeder entsprechend diese Choreo tanzt. Na dann werden wir Deutschen den Brasilianern mal zeigen, wie man die Hüften schwingt. So wie es sich Markus Schöffel in Düsseldorf ausgedacht hat.